Hab ich gut geschlafen? Obwohl ich einen ziemlich schlechten Traum hatte. Ha! Oh nein. Oh nein. Freunde, das war wohl doch kein Traum. Wir sind schon wieder im Gefängnis. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft. Gefängnisausbruch. Ja, wir sind im Gefängnis gelandet. Ich habe natürlich kein Projekt, das so heißt, aber wir sind hier und müssen irgendwie rauskommen, würde ich mal meinen. Und von daher machen wir uns jetzt am besten mal einen Plan, wie wir das am besten machen können. Die Uhr steht auf 9:15? 10? 11? Ich kann es nicht lesen. Was ist denn das für eine Uhrzeit? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Herr Wärter? Kann mich irgendjemand... Oh mein Gott. Da drüben ist ein Skelettschädel. Ist dieses Gefängnis verlassen? Oh, nicht, dass uns niemand was zu essen bringt. Wir kommen hier niemals raus. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Hallo, Toilette? Kann ich irgendwas mit dieser Toilette machen? Ich weiß es nicht. Da ist nichts drin. Dahinter ist auch nichts drin. Die Betten sind da. Das Einzige, was in diesem Zimmer ist, ist die Uhr. Und die Tropfen, die von der Decke tropfen. Warum auch immer. Aber die werden mir nichts bringen. Von daher nehmen wir jetzt einfach mal die Uhr. Vielleicht können wir die drehen. Möglicherweise bewirkt das was? Offensichtlich nicht. Aber wir können sie nehmen. Und wir können den Rahmen nehmen. Aber dahinter ist auch nichts. Was machen wir denn jetzt? Warte mal. Vielleicht so? Oder hier rein? Die Uhr ins Klo? Ist das eine gute Idee, eine Uhr ins Klo zu schmeißen? Ich weiß es nicht. Ist was passiert? Vielleicht drücken wir mal? So? Jetzt? Oh mein Gott! Die Toilette gurgelt! Die Toilette wurde verstopft von der Uhr und laute Geräusche kommen daraus. Oh mein Gott! Und der Rauchalarm ist angegangen! Und da kommt Wasser von der Decke. Ich glaube, das ist der Brand, der Feuerlöscher, wisst ihr? Dieses... Warte, warte! Oh yeah! Hallo, ich möchte daraus. Vielen lieben Dank! Wir sind draußen, zumindest aus unserer Zelle. Das ist immerhin schon mal der erste Schritt in Richtung Freiheit, den wir heute gehen werden, Freunde. Ach, ich bin gespannt, wie lange dieser Ausbruch hier dauern wird. Das letzte Mal sind wir aus einem Greenscreen-Gefängnis geflohen. Das war crazy, da war alles grün. Also, wer eine Rot-Grün-Schwäche hat, der konnte wahrscheinlich nicht mal sehen, ob alles rot oder grün ist. Aber es war alles grün, glaubt mir das. Und die Blöcke hier sind auch grün. Naja, Leute, also, hier sind wir auf einem Hausmeisterflur. Scheinbar kommt von hier aus das Löschwasser und... Hier sind Hebel. Hier geht eine Tür auf. Und es ist dort drin eine Spitzhacke. Das heißt irgendwie anders. Aber die ist gut darin, Löcher in kaputten Cobblestone zu machen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie Cobblestone finden. Da unten ist nichts drin, hier in den Ecken auch nicht. Da weiß ich jetzt nicht, wie wir lang kommen. Aber wir gucken mal, ob wir unten in der Zelle vielleicht irgendwo Cobblestone finden oder sowas. Das wäre eigentlich ganz... Yeah, da ist Cobblestone. Warte mal. Ich habe eine Idee, wie wir da hochkommen. Auf das Bett rauf. Und zack. Ui, das Ding ist kaputt gegangen. Und da sind wir auch schon im nächsten Part. Ey, wie cool. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Zimmer. Was ist das? Da sind irgendwelche... Seht ihr das? Da sind so eine... Wie heißen die Blöcke? Ich habe es vergessen. Diese Redstone-Lampen oder sowas. Die links oben und die beiden rechten sind davon an. Und da ist eine Kiste, an die wir nicht rankommen. Lass uns mal weiter gucken. Da kommen wir, glaube ich, erstmal so nicht rein. Kommt man hier wieder hoch, ja? Was haben wir hier? Also, wir haben hier Generator Status. Wir müssen wahrscheinlich irgendeinen Generator anmachen. Da ist eine Tür. Oh, hier steht sogar eine Instruktion. Also, erst einmal musst du FL Start drücken und danach den Code eingeben. Okay. Okay. FL Start. Wie soll ich denn das drücken? Warte mal. Eine Sache habe ich. Hier ist noch ein Gemälde. Perfekt. Alright, das nehmen wir direkt. Und wir drücken FL Start. Nein, das war daneben. Warte. Wie mache ich das? Da, so. What? Da vorne. Moment mal. Den Code. Aber was für ein Code? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich muss jetzt nochmal gucken gehen. Das waren doch auch... Ja, das sind auch 6. Warte mal. Oben links und die beiden rechten. Wenn ich jetzt recht habe, ne Leute? Das wäre krass. Oben links und die beiden rechten. Die Tür ist aufgegangen. Ich glaube es nicht. Ey, wie cool ist das denn? Generator Start ist alles in Ordnung. Wir gehen einfach durch die Tür und gucken mal, was uns hier erwartet. Okay, Leute. Wir sind hier in ein Treppenhaus gekommen. Oh, wir müssen natürlich aufpassen, dass uns kein Wärter hier erwischt im Gefängnis. Hier
Da ist scheinbar nichts. Da unten ist einfach nur eine Laterne und hier ist eine Tür vernagelt und hier können wir hochgehen. Das wollen wir dann gleich mal machen. Ein paar Räume sind hier noch. Was machen wir denn jetzt am besten? Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht rein. Da geht's nach draußen. Wir können noch draußen springen, wenn wir diesen Sprung schaffen. Oh mein Gott, lass uns diesen Sprung schaffen. Das war rückwärts. Ich wollte vorwärts springen. Nein, da oben an der Decke Oh, so ein Mist, wir sind angestoßen. Warte mal, was steht hier? Warnung. Geschlossen für Renovierungsarbeiten. Jetzt müssen wir wohl hier lang, oder? Kommen wir da wieder hoch? Ich glaube nicht. Da kommen wir nicht wieder hoch. Okay, gut, Leute. Dann gehen wir auf den Flur, der geschlossen ist für Renovierungsarbeiten. Und hallo, kleine Fledermaus. Schön, dass du hier bist. Ich bin auch hier, eingesperrt. Ich lasse dich auch raus nachher, wenn ich fliehe, versprochen. Hier geht's auf jeden Fall auf. Hier ist eine Tür, da geht eine Falltür nach unten. Da unten ist Wasser. Wie können wir diese Falltür öffnen? Ich weiß es noch nicht. Hier sind einige Kisten mit Sachen drin. Aber jetzt nichts, was wir brauchen, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, Lohnstaub könnten wir nochmal gebrauchen. Nehme ich jetzt einfach mal mit, ne? Oh, ein Goldapfel. Yeah, das ist nice. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Nee, da ist keiner mehr. Doch, da ist noch einer. Wie cool. So, das haben wir dann schon mal. Und da tropft es auch von der Decke hier vor. Warte mal. Hier ist eine Falltür. Und eine Butteraxt. Das ist eine Axt, mit der man Butter schneiden kann. Wer kennt sie nicht? Habt ihr nicht auch eine Axt zu Hause in der Küche, um eure Butter zu schneiden? So, was steht denn da dran? Die ist überraschenderweise gut darin, Zäune kaputt zu machen, steht da. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen Zaun finden. Das ist ein Zauntor, das ist kein Zaun. Ich habe jetzt leider nichts mehr, um das irgendwo raufzuwerfen. Sonst hätten wir mal die Öfen da ausprobieren können. Drin ist da auf jeden Fall nichts. Na gut. Oh, hier ist eine Tür. Hier können wir rausgehen. Hier sind noch die Sachen. Oh, so, zack. Die können wir ja auch. Nee, das können wir leider nicht nehmen. Dann schauen wir mal weiter, Freunde. Und zwar haben wir jetzt hier quasi so einen kleinen Hof. Hier scheint es in eine Bibliothek zu gehen. Hier können wir uns nochmal umgucken. Hier sind überall Spinnenweben. Hier hat wohl lange keiner mehr gelesen. Nee. Oh doch, hier ist eine Kiste. Okay. Hier sind einfach 4 Kettenhemden drin. Und die haben alle keine speziellen Eigenschaften. Keine Ahnung, was das soll. Hier geht es wahrscheinlich wieder dahin. Ja, nee, alles gut. Ja, das war es, glaube ich, mit der Bibliothek. Ich weiß nicht, was wir mit 4 Kettenhemden sollen, aber wir haben welche. Besser haben als brauchen. So, jetzt sind wir hier. Warte mal, was ist das? In irgendeinem Quartier von irgendeinem Menschen. Und hier passiert nichts. Da? Oha! Eine Tür. Und da oben ist ein Knopf. Die geht auf. Oh mein Gott, die Tür geht auf. Warte mal, ich möchte mich noch umschauen, bevor ich da reingehe, Freunde. Müssen wir nochmal gucken. Aber ich glaube, hier war nichts weiter. Wir gehen einfach da rein. Gucken mal, wo wir hinkommen. Da sind die Zäune, die wir zerstören können. Nice! Dafür haben wir ja unsere Butteraxt, um Zäune zu zerschlagen. Ja, genau dafür ist sie gedacht. Dann haben wir hier Master Controls. Wir können aber wahrscheinlich auch nochmal weitergehen. Nee, können wir nicht. Diese Zäune gehen davon nicht kaputt. Interessant. Es geht also scheinbar nur bei Fichtenzäunen. Einen Kontrollraum haben wir jetzt hier. Ich hoffe nicht, dass da irgendwelche Wärter drin sind im Kontrollraum. Lass mal gucken gehen. Hallo? Jemand hier? Ich bin nicht ausgebrochen. Ich sehe auch gar nicht aus wie eine Gefangene. Ich bin nur eine Maus, eine Gefängnismaus. Was haben wir? Unlock Sewers. Ich glaube, das ist diese Falltür. Wisst ihr, die ging runter, wo das Wasser fließt. Ich glaube, das war Hurt Steve. Was soll denn das? Oh. Jemand Fremdes schreit Aua. Okay, nee, das wollten wir nicht. Es tut mir leid. Wir haben scheinbar gerade irgendjemanden verletzt, aber das wollte ich doch gar nicht. Hier sind alle möglichen anderen Sachen. Aircondition und irgendwelche random Sachen. Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter und schauen uns woanders um. Ich weiß nämlich nicht, was hier uns noch erwartet. Wir können zurückgehen. Genau, wir können jetzt zurückgehen und gucken, ob das wirklich aufgegangen ist. Hier kommt man irgendwie hoch. Warte mal. Möglicherweise... Hier können wir rüber. Ist hier irgendwas oben? Da vorne? Hier ist eine Kiste. Okay. Und wir haben 4 Goldhelme. Wir haben ja schon 4 Kettenhemden gefunden. Jetzt haben wir hier 4 Goldhelme. Ich meine, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ne? Kann man schon mal mitnehmen. Wir nehmen es einfach mit und gucken mal weiter. Jetzt müsste nämlich normalerweise unten das Tor aufgegangen sein. Und ich wusste es. Und von daher würde ich sagen, ja, ab in die Grütze.
Oh, es ist eklig. Jo, Leute, also, wir sind jetzt hier unten angekommen, kommen auch nicht wieder hoch. Hier liegen irgendwelche Baumstämme. Ich weiß nicht, was die darstellen sollen, aber es ist nicht schön hier unten. Es ist wirklich nicht schön hier unten. Ich glaube, da geht's durch, oder? Da hinten geht's nicht durch. Lasst uns mal gucken. Ja, hier geht's durch. Ich glaube, hier geht's weiter. Oh mein Gott, nein. Lol, ist das weit. Ist das weit, aber da geht's nirgends hin. Nicht, dass wir ertrinken. Oder? Hier geht's hoch? Ja, okay, wir sind weiter oben. Oh mein Gott. Yo, ich glaube... Oh nein. Jetzt müssen wir jumpen. Warte mal. Nummer 1. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, es ist so schwer manchmal für mich. Warte mal. Leute, wir kriegen das hin. Ich verspreche euch das. Wir schaffen das noch. Nummer 1, so. Ah, wieso schaffe ich diesen Sprung nicht? Jetzt nochmal. Es kann doch nicht wahr sein. Okay, den ersten schaffe ich immer. Der zweite ist doch exakt genauso wie der erste Sprung. Ich kann diesen Sprung nicht. Der erste ist so leicht. Hä? Oder stoße ich da irgendwo gegen? Ich verstehe. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles cool. So, jetzt sind wir hier oben. Oh mein Gott. Das war echt schwer. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Das heißt, wir springen jetzt hier drauf. Dann springen wir jetzt hier drüber. Wahrscheinlich jetzt Richtung Tür. Dann müssen wir hier drauf. Und was kommt jetzt? Auf die Tür rauf. Oh, das ist auch interessant. Auf die Tür drauf. Nach da hinten drüber. Oh mein Gott. Gerade so geschafft. Gerade so geschafft. Und hier kommen wir, glaube ich, raus. Ja, hier kommen wir weiter. Dispense Rail Card. Da setzen wir uns rein. Da hinten geht es nirgends lang. Und hier geht es jetzt. Aua, das war mein Gesicht. Wow, in Chapter Nummer 2. Es geht jetzt nach draußen. Oha, sind hier viele Fledermäuse. Junge. Das ist... Und ich höre sie piepen. Ich höre sie sogar piepen, die Fledermäuse. Aber irgendwie das Railcard hat aufgehört, Geräusche zu machen. Na gut. Aber es gewittert. Oh Gott, es gewittert. Wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir in einem... Wie kann es denn bitte in dem Raum gewittern? Kann mir das mal einer erklären? Ich sehe es halt hier wirklich gerade gewittern. Junge, ist es laut. Nee. Warte mal, das machen wir aus. Das ist mir definitiv zu laut jetzt hier für die Aufnahme. Ich habe doch gerade das Wetter schön gemacht. Wieso gewittert es hier noch? Ich habe die Sounds jetzt einfach ausgestellt von dem Wetter. Wir können es mal umgucken hier. Also, wir haben hier. Bitte warte, bis irgendjemand dir hilft. Okay, da kommen wir scheinbar nicht durch. Aber hier kommen wir rein. Das ist nur für Mitarbeiter. Mal gucken, wer da ist. Hallöchen. Oh, Ventilationsstatus ist auf 1. Was steht hier? Bitte stelle sicher, dass die Ventilation nicht alle gleichzeitig an sind. Okay. Und mache den Katalysator hierher. Was für ein Katalysator? Also ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Ventilationsdinger alle an sind. Und ich nehme an, dass es hier diese sind. Wollen wir einfach mal... Ich weiß nicht, wir legen einfach mal ein paar um, oder? Wollen wir mal ein paar umlegen? Ich lege jetzt mal den um. Den in der Mitte haben wir schon umgelegt. Keine Ahnung. Den hier unten noch? Oder lieber den hier oben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das lassen wir einfach mal so. Wir haben jetzt mal ein paar umgelegt. Mal gucken, ob das... was gebracht hat, wie viele da jetzt an sind. Und 3! Das ist gut, aber einer fehlt uns noch. Wahrscheinlich einer auf der linken Seite, den wir falsch haben. Da gehen wir jetzt mal gucken. Auf der linken Seite sind 2. Das heißt, wir können den oder wollen wir den? Ach, ist mir auch egal. Wir nehmen einfach mal irgendeinen. Keine Ahnung. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Da oben ist diese Air-Condition-Line wahrscheinlich, ne? Ja, das sind alle. Okay, wir haben alle schon mal an, das ist gut. Und jetzt müssen wir noch den Katalysator finden. Aber wo kriegen wir den her? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das Ding hier durchwandert. Und wenn das da durchwandert... Oh Leute, das wird echt nicht schön. Aber das kann sein, das muss nicht sein. Weil dann ist es nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen. Ich hab ihn. Das ist der Katalysator. Okay, jetzt muss der Katalysator hier hin. Oh, und ich glaube, wir müssen schnell weg. Was passiert jetzt hier? Wir sorgen gerade dafür, dass die Klimaanlage überhitzt. Und es gewittert draußen. Aber irgendwie... Oh doch, Warnung, die Temperatur erreicht ein kritisches Level. Es fängt an.
Oh mein Gott. Freunde, da draußen explodiert was. Das waren wir. Hat's aufgehört? Oh mein Gott, der Weg ist frei. Wir haben uns den Weg frei gesprengt. Oh, wie abgefahren. Oh, wie crazy. Wir sind draußen, aber wir sind noch nicht ganz draußen. Wir müssen noch irgendwie ganz rauskommen. Hier geht's scheinbar hoch. Kommen wir da rum? Warte mal, hier rüber. Das kriegen wir hin. Da drüben können wir, glaube ich, nicht so einfach hin. Wir gehen uns erstmal hier umschauen. Hier muss es ja irgendwas geben. Was haben wir hier? Also hier ist ein Büro, das quasi aufgehen kann mit diesen Dingern. Ja, hier auch. Zwei Büros haben wir. Wir haben... Warte mal, da ist wieder eine Druckplatte. Das können wir da einfach drauflegen vielleicht. Kommen wir da hoch irgendwie? Warte mal. Junge, ist da ein Eisblock unter mir? Da ist eine Leiter. Aber hier geht's nirgends lang. Ich mach mal hier das Ding noch hin. War da was? Da ist eine Tür aufgegangen. Okay. Was passiert hier? Helikopterschlüssel. Wir haben einen Helikopterschlüssel bekommen. Das ist gut, oder? Wenn wir jetzt noch einen Helikopter finden, dann können wir entfliehen. Aber wir haben immerhin schon mal den Schlüssel. Das ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal weiterschauen. Hier geht es ja noch weiter hoch. Ich frage mich, warum da die Leitern sind. Nur um da oben was raufzudroppen? Ich weiß es nicht. Hier kommen wir jetzt zu Computern. Hier ist nichts versteckt. Hier ist ein Schalter. Hier ist irgendwas passiert. Da ist was aufgegangen. Okay. Da ist noch ein Hebel. Warte mal. Ich glaube, das kam von hier hinten irgendwo, oder? Da oben. Da oben ist was aufgegangen. Okay. Alles klar, hier rein und zack. Ja, wir sind weiter, wir sind weiter. Wir haben Helikopterschlüssel. Und jetzt, sag nicht, wir kommen aufs Dach. Wir sind auf dem Dach. Aber hier ist kein Helikopter, oder? Das steht da. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Müssen wir den da reinmachen? Helikopterschlüssel! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Es regnet draußen, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Freunde, wir können aus dem Gefängnis entfliehen. Ladies and Gentlemen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft. Ach ja, wir haben einen schönen Gefängnisausbruch gemacht und wir haben es mal wieder geschafft. Ich werde mich jetzt drinnen im Helikopter wärmen und versuchen, trocken zu werden. Und hier steht's, Escape. Von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 15 Uhr im nächsten Video. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und ciao. Yes.